Ja, also für uns ist die E-Mail auf jeden Fall ein Booster für unsere interne Kommunikation. Wir sehen ja anhand unseren Zahlen, was wir ohne die E-Mail erreicht haben. Und irgendwann kommt man natürlich immer an eine Grenze, wo man dann auch sieht, ja, da geht es jetzt nicht mehr so ganz höher. Und von daher haben wir mit der E-Mail einen zusätzlichen Kanal gefunden, die als Bindeglied zu unserem Intranet fungiert und eben unsere Zahlen dann nochmal erhöhen kann. E-Mail ist, wie gesagt, ein Bindeglied. Es ist kein konkurrierender Kanal zu unserem Intranet und der Mitarbeiter-App, sondern bildet den Link dazu. Wir führen über die E-Mail die Mitarbeiter nochmal ins Intranet rein und haben damit dann nochmal den pushenden Effekt für unsere Kommunikation. Also aktuell machen wir einen Monatsrückblick und packen da nochmal Beiträge rein, die wir für die Mitarbeiter nochmal highlighten wollen. Und dann eben noch zusätzliche Themen, die im vergangenen Monat relevant waren, kombiniert noch mit Interaktionsmöglichkeiten über Feedback und Bewertungsoptionen, sodass die Mitarbeiter uns auch nochmal Rückmeldung geben können. Und aktuell finden sie das auch sehr hilfreich und bedanken sich auch nochmal für eine zusammengefasste Version aller Informationen und sagen auch, dass ihnen das weiterhilft. Ja, den messen wir. Innerhalb des Tools gibt es ja auch einen Statistikbereich, wo man sehen kann, wie oft die E-Mail geöffnet wurde, wie auch die Klickzahlen sind. Und da wir jetzt mit der E-Mail in diesem Jahr erst gestartet sind, verschaffen wir uns jetzt erstmal ein Bild, welche Zahlen wir denn erreichen, um dann im nächsten Jahr auch konkrete Ziele festzulegen und dann natürlich auch die Zahlen von diesem Jahr steigern wollen. Genau, also durch die E-Mail schaffen wir es dann auch, die Mitarbeiter an ihrem teilweise bevorzugten Ort nochmal zu erreichen. Das sollte natürlich das Intranet auf der einen Seite sein, aber wir kennen es ja alle, wir tummeln uns doch in unserem E-Mail-Postfach. Und wenn dann die Informationen dort nochmal serviert werden, ist das für die Mitarbeiter dann auch ein willkommenes Angebot. Und deswegen mögen wir auch diese Kombination, dass wir im Intranet und natürlich auch in der App alle Informationen gesammelt und parat haben und dann, wie gesagt, die Highlights nochmal per E-Mail rausschicken und somit dem Mitarbeiter dieses zusätzliche Angebot dann noch liefern können. Musik